Schönen guten Abend bei unserer Zeit im Bild, knapp vor Sendeschluss. Beim jüngsten Treffen der EG-Außenminister in Brüssel stand einmal mehr die Anerkennungsfrage jugoslawischer Teilrepubliken im Mittelpunkt. Mitte kommender Woche, am 15. Jänner, wird Deutschland diplomatische Beziehungen zu Slowenien und Kroatien aufnehmen. Auch Italien fasst ja mittlerweile einen Anerkennungsbeschluss. Eine einheitliche Linie der EG-Staaten gibt es jedoch nach wie vor nicht. Eine EG-weite Umsetzung des Anerkennungsbeschlusses bleibt zweifelhaft. Die Niederlande, Belgien und Dänemark sind offenbar für die Anerkennung. Länder wie Frankreich und Großbritannien zögern noch. Am Montag soll die EG-Schiedskommission ihr Urteil über die sezessionswilligen Republiken abgeben. Im Krisengebiet selbst haben die EG-Beobachter ihre Arbeit 3 Tage nach dem Abschuss des EG-Hubschraubers wieder aufgenommen. Der Waffenstillstand wird im Großen und Ganzen eingehalten. Allerdings gab es am Vormittag Granatwerferangriffe der Bundesarmee auf ein Dorf bei Gospic. In Bosnien-Herzegowina hat Präsident Izetbegovic die Gründung einer eigenen Republik der Serben scharf abgelehnt. Er werde sich der Teilung seines Landes widersetzen. Wie die künftigen Beziehungen der EG zu den Republiken der Gemeinschaft unabhängiger Staaten aussehen sollen, darüber wird die EG-Kommission schon im Februar Gespräche mit Russland, Weißrussland, der Ukraine und Kasachstan beginnen. Unterdessen dauert der zwischen Russland und der Ukraine vorhandene Streit um die ehemalige sowjetische Schwarzmeerflotte an. Er war auch das Hauptthema des ersten Außenministertreffens der 11 GUS-Staaten in Moskau. Neben militärischen Fragen diskutierten die Außenminister auch über die Aufteilung des Auslandsvermögens der ehemaligen Sowjetunion. Im Streit zwischen Russland und der Ukraine, wer das Kommando über die Schwarzmeerflotte erhält, soll am Samstag in Kiew weiterverhandelt werden. Eine russische Expertendelegation wird an diesen Gesprächen teilnehmen. Die dritte Runde der Nahostfriedensgespräche kann am Sonntag beginnen. Nach den Israelis, den Palästinensern und den Jordaniern sind jetzt auch die Delegationen aus Syrien und dem Libanon in Washington eingetroffen. Die arabischen Verhandlungsteilnehmer hatten die Fortsetzung der Friedensgespräche ja zunächst aus Protest gegen die Ausweisung von 12 Palästinensern aus Israel verschoben. Trotz der bevorstehenden Friedensverhandlungen hat die israelische Luftwaffe palästinensische Guerillastellungen im Südlibanon bombardiert. 2 Raketen schlugen auch in einem Dorf ein. Mindestens 12 Menschen wurden getötet. Zahlreiche Personen sind verletzt. Die Angriffe galten nach israelischen Angaben Stellungen der radikalen Volksfront für die Befreiung Palästinas, die sich gegen die Verhandlungspolitik der PLO stellt. In Österreich ist die Diskussion über das Strafausmaß für nationalsozialistische Wiederbetätigung neu aufgeflammt. Entgegen Vorstellungen aus der SPÖ hat ÖVP-Justizsprecher Michael Graff vorgeschlagen, auf das derzeitige Mindestmaß einer Verurteilung zu 5 Jahren Haft zu verzichten. Wegen dieses Strafrahmens von mindestens 5 Jahren bis zu lebenslänglich würden nämlich in der Praxis die Geschworenen vor einer Verurteilung überhaupt zurückschrecken. In der Zeit im Bild um 22 Uhr hat sich der Präsident des Landesgerichts Feldkirch, Rainer Ammann, der Meinung Graffs angeschlossen, aber er hat eine Differenzierung gefordert. Und ich würde eine Differenzierung vorschlagen. Einmal in Bezug auf NS-Betätigung betreffend die Vergangenheit, zum anderen in Bezug auf die Gegenwart. Dass beispielsweise ein vor den Einzelrichter gehöriges Vergehen vorläge, wenn Missetaten des NS-Regimes in Bezug auf die Vergangenheit geleugnet, bestritten, gerechtfertigt, gutgeheißen, verherrlicht werden. Das vor den Einzelrichter ein Strafrahmen für ein Vergehen von etwa bis zu 3 Jahren. Andererseits weiterhin vor die Geschworenengerichte als Verbrechenstatbestand gehörig die Wiederbetätigung im Sinne nationalsozialistischer Missetaten, Verbrechen, Gräueltaten, eben mit dem erwähnten Strafrahmen bis zu 10 Jahren, bei besonderer Gefährlichkeit bis zu 20 Jahren. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes über die Besteuerung von Familien zeichnen sich erste Lösungsansätze ab. So könnte für jedes Kind ein fixer steuerlicher Absetzbetrag eingeführt werden. Wer diesen Absetzbetrag nicht voll ausschöpfen kann, weil er aufgrund eines niedrigeren Einkommens ohnehin weniger Steuern zahlt, könnte die Differenz als Direktförderung ausbezahlt bekommen. Wie hoch dieser Absetzbetrag sein könnte, das ist noch
völlig offen. Beim Nachrichtenmagazin Profil stehen personelle Veränderungen bevor. Die Eigentümervertreter wollen Hubertus Czernin als neuen Herausgeber installieren und eine zweiköpfige Chefredaktion einsetzen. Es sollen dies Herbert Lackner und Josef Fozzi sein. Der bisherige Chefredakteur Helmut Foska wäre damit abgesetzt. Gegenüber dem ORF bezeichnete Foska diesen Schritt als Kündigung. Vorstandsmitglied Peter Rabel hingegen sprach nicht von Kündigung, sondern wörtlich von Umstrukturierung. Nach Angaben Rabels sollen am kommenden Montag die personellen Veränderungen nach allen internen und gesetzlichen Regulativen erfolgen. Der Betriebsrat hat unterdessen mitgeteilt, dass er in diesem Zusammenhang nicht, wie ursprünglich gemeldet, von einem Racheakt der Geschäftsführung gesprochen habe. Soweit unser aktueller Nachrichtenüberblick vor Sendeschluss. Vor dem Blick aufs Wochenendwetter verabschiede ich mich. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Hier noch das ganz aktuelle Wetter zur späten Stunde. Die Frontalbewölkung über den Alpen nimmt allmählich ab, aber die Schneefälle werden noch die ganze Nacht über anhalten. Über dem Flachland des Ostens nur Regen. Die Aussichten im Osten und Süden Nebel, Restbewölkung im Gebirge, da und dort noch etwas Schneeregen, tagsüber dann am Nachmittag Bewölkungsauflockerung und auch sonnige Abschnitte. In der Früh um minus 2 und plus 2 Grad, tagsüber dann um 3 und 5 Grad im Süden und im Zentralalpen etwas kühler. Soweit das Wetter. Gute Nacht.